So Leute, heute beginnen wir ein bisschen anders. Und zwar bin ich schon direkt im Menü. Und jetzt müssen wir nur noch einen Gegner haben. Und natürlich, hallo zuerst mal zu einem weiteren Online-Battle. Oder Online-Battle-Part. Ich hoffe, dass ich heute ein paar Erfolge feiern kann. Aber naja. Ich war ziemlich lange weg. Also nein, ich habe das ganze Wochenende habe ich eigentlich gearbeitet. Wenn ich genau wissen wollte, ich war etwa 28 Stunden wach, ohne ein Auge zuzudrücken. Es war auf jeden Fall noch anstrengend, das Aufstellen des Festes. Aber das hat sich gelohnt. Also so Freitagabend, hatte ich um 10 nach 5 Schluss mit der Schule und danach musste ich direkt, also um 6 Uhr haben wir dann angefangen aufzustellen, dann musste ich direkt von dort, wo ich Schule habe, direkt auf den Ort, wo wir das Fest machten, direkt gehen und dort haben wir dann bis etwa sagen wir um 10:30 oder so, bis um 11:30 haben wir dann aufgestellt. Dann sind wir, haben wir dann aufgestellt bis etwa 11:30, dann sind wir nach Hause. Oder dann sind alle nach Hause, sage ich jetzt mal. Dann bin ich um 7:45 wieder aufgestanden. Nee, falsch. Um 8. Und um 7:50, das ist egal. Auf jeden Fall etwa so 7:50 oder so. Bin dann wieder aufgestanden. Da wir dann wieder um 8:30 bereit sein mussten unten. Und Es ist schon ein bisschen Kid Kakashi wieder. Es ist schon ein bisschen anstrengend gewesen. Also dann haben wir den ganzen Tag aufgestellt am Samstag. Von 8:30 bis etwa um 5:00. Dann sind wir zu Hause, uns richtig umziehen gegangen. Dann wieder runter an den Ort. Und dann ging das Ganze los. Und zwar um etwa um 8 Uhr. Und wir hatten eigentlich volle Bude. Schade. Nein, gibt's nicht. Dann sind wir. Ja, dann fing das Fest am um etwa 8:30 an.
Und dann, ja, haben wir etwa bis morgen um halb. Ja, was war das? Ja, um halb fünf oder so haben wir dann angefangen. Es war ja danach die Zeitumstellung. Haben wir eigentlich noch eine Stunde länger gearbeitet. Hätte noch, dann etwa um halb fünf, also um 4 Uhr musste die Musik sowieso aufhören. Und dann hatten wir um. Hatten wir ja dann um halb fünf, waren etwa die meisten Leute weg. Dann hatten wir dann endlich Zeit, um mal aufzuräumen. Und dann sind wir um etwa 12 Uhr fertig geworden. Und dann bin ich einfach nach Hause ins Bett gelegen und hab gepennt. Weil, ja, es war ziemlich, ich sag jetzt mal, anstrengend. Dann habe ich etwa 15 Stunden geschlafen, also heute bin ich dann, also ja, gestern mit heute und gestern habe ich dann 15 Stunden geschlafen. Ist dann heute wieder arbeiten und ja, es hat geklappt, mehr oder weniger. Nun ja, jetzt bin ich hier wieder an einem, wieder an einem Let's Play Part. Jetzt! Sind die gerade ins Packen? Sind die ins Packen reingelaufen von Raikage? Boah, komm! Komm! Nein! Komm! Nochmal Luftkombo, nochmal gut. Da regen kommst du dich an. Nein, glaube ich nicht. Wollte ich gerade sprinten. Nochmal. Ja. Boah, komm ey. Geht doch. Nein. Nein. Ich wollte eigentlich das ultimative Jutsu. Ui. Komm. Nee, ey. Was soll das denn? Nein. Ui. Da war ich jetzt schneller. Ja, das war jetzt noch cool. Das war eigentlich reines Glück. Ja, gegen einen, der weniger Punkte hat, verliere ich. Und gegen einen, der mehr Punkte hat, gewinne ich. Das heißt nichts anderes als, man kann überhaupt nicht auf die Punkte achten. Ja, genau. Ist eigentlich so. Ja. Mal kurz auf die Uhr schauen. Gibt heute nicht mehr so einen langen Part. Weil, ja. Halbzeit. Weil sonst hat er dann nur noch wieder so lange zum Raufladen. Und ja, wenn es natürlich gut geht, dann sollte der Part schon heute um eine gute Zeit nach oben sein. Oder raufgeladen sein. Ich muss meine Internetgeschwindigkeit sowieso mal meine Eltern darum bitten, damit wir ein schnelleres Internet haben. Weil sonst die Parts dauern, also ja, ewig ist übertrieben, aber unter einer Stunde darfst du eben nicht rechnen. Das ist ziemlich doof. Ja. Deshalb möchte ich das gerne ändern. Aber ja. Ach ja,
So Assassin's Creed noch. Das sieht theoretisch sieht's nicht schlecht aus. Ich könnte es theoretisch morgen in den Händen halten. Oder noch anders morgen einen ersten Part machen. Vielleicht. Aber ich weiß natürlich nicht, ob es der Kollege theoretisch sollte das schon bekommen haben. Aber ich kläre das noch ab. Mit etwas Glück seht ihr morgen den ersten Part von Assassin's Creed. Und auch das. Und das erste Mal auch das ein kleines Outro oder Ending, das ich bei jedem Let's Play, also nicht bei Let's Fight oder so, sondern Let's Playing, dein Spiel, wenn ich den Story-Modus durchspiele, dann wahrscheinlich machen werde. Oder reinschneiden oder hinzufügen werde. Ihr werdet es dann sehen. Ich bin gespannt, wie ihr darauf reagiert. Aber ja. Weiter geht's mit unserem Kampf. Schneefeld. Oh, toll. Zwei Hilfen, die ich sag's jetzt mal halt einfach so, die total beschissen sind und dann noch ein. Ja, gut. Lee ist, der kleine Lee ist eigentlich wirklich overpowered. Aber ja. Zwei. Na, schade. Obito, du bist so langsam eh. Oh, glaub ich nicht. Nee. Ja, komm. Jawoll. Geht doch. Nee, glaube ich nicht. Nee, sollte ich doch ins Werfen machen. Na, abholen wir auch was, Kakashi. Ja, ja ey, was ist das jetzt? Boah, Kimimaro, ey. Geht doch! Nein! Das hätte ich theoretisch. Kimimaro getroffen, das gibt's doch gar nicht. Jutsu, 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 komm schon, komm schon. Liam, er macht Modus und er ist ziemlich schlecht dran. Nee. Ja, das war's dann. Mehr oder weniger. Glück gehabt. Uiui, mehr Minus gemacht, den wir machen, das aus. Jawoll! Ja, so gewinnt man einen Kampf! Gegen einen, der, ich würde es nicht mal sagen, dass er total aktiv war. Ja, eher passiv. Du armes Ding. Yo, nein. Bin ich froh, dass ich gegen einen solchen gewonnen habe, nee. Also es war natürlich überaus knapp, wenn man das so betrachten will. Aber ja. So. Ja. Noch gute zwei Kämpfe, hoffentlich.
So. Ein Moment, bitte. Warten auf Gegenäre. Tja, Leute. Was soll ich sagen? Ich bin ein unfehlbarer Ninja. Bin zwar kein Held, aber ein unfehlbarer Ninja. Müsste ich das mal vorstellen. Ich habe keine Fehler. Nicht schlecht, hä? Ja. Was es noch zu sagen gibt. Falls ich mal irgendwie eine Unterbruch haben sollte in dem Mikrofon, also wenn ich rede oder so, oder einfach plötzlich auf Anschlag nichts mehr hört, dann liegt es daran, dass ich auf die Stummschaltung schalte, weil vielleicht meine Mutter, mein Vater, meine zwei kleine zwei von meinen drei Geschwistern, die ziemlich, also eher klein sind, ich kann das nämlich noch nicht wissen, vielleicht kommt sogar meine Schwester rein, keine Ahnung. Auf jeden Fall, eben, muss ich dann direkt auf Stummschaltung schalten, weil ich denke nicht, dass ihr die hören wollt, also, ja. Deshalb nicht plötzlich baff vor dem Bildschirm, in den Bildschirm sind, denken, was ist denn jetzt da los? Ja, was hat der da? Naruto, Kima, toll. Tja, kennt der theoretisch, also von der Charakterwahl könnte er mal ein Spammer sein. Aber natürlich ja, ich müsste theoretisch müsste ich da noch seine Anzahl an Kämpfen ansehen. Ja gut, nein, das bringt glaube ich nicht viel. Weil wenn man sieht, dass er eigentlich immer gewonnen, also ziemlich viel gewonnen hat, kann man nicht sagen, dass er ein Spammer ist, aber ich sehe es jetzt dann. Kakashi ist eigentlich noch einer, bei dem man ziemlich viel spammt. Ui! Ja, du bist ein Idiot, ey. Ja. Ich hasse Nutzer. Jawoll. Nee, ey, wieso sprinte ich eigentlich zurück? Ah, jetzt bin ich ins Packen reingelaufen. Ui, schön Sturm. Ah, das war nichts. Ui. Ui, ui. Ui, das war jetzt irgendwie total ungeplant. Ui. Das wollte ich irgendwie nicht so, aber es ist cool, dass es geklappt hat. Genau, ich will Chakra laden, das ist mein Ziel. Nein, tun wir doch nicht. Nein. Nein, das ist eben genau. Ui. Ui, das war cool. Das war jetzt wirklich nicht schlecht. Ja, wahrscheinlich kommen noch so Kommentare wie Ui und Je und keine Ahnung. Aber fürs Erste reicht das hoffentlich für euch. Ja, dann hast du als Shinobi versagt. So, mit einem Sieg. Also, ja, das ist jetzt
3:1 ist es gelaufen. Ja, genau. Ja, eigentlich war das noch ziemlich gut. Einmal verloren von 4 Kämpfen, einmal verloren und 3-mal gewonnen. Ja, also das war's eigentlich schon mit diesem Part. Ja, 580.000! Ja, ich bin immer noch unfehlbar. Geht doch gar nicht besser, ey. Nee, ich möchte mich jetzt verabschieden von diesem Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ja, ich hoffe, ihr merkt da ein bisschen Unterschiede, dass ich jetzt ein bisschen besser bin im Reden oder so. Keine Ahnung. Nein, ich hoffe, euch gefällt's. Ich hoffe, ihr habt auch so Freude an der Qualität wie ich. Ich finde es nämlich total cool, dass ich jetzt in HD aufnehmen kann. Und ja, bis zum nächsten Part, der wahrscheinlich Assassin's Creed 3 sein wird. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ja, ich hoffe es zumindest. Und in diesem Sinne, ciao zusammen. Oder tschüss, oder ja. Nein, tschüss zusammen.